Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Endzone. Und das allererste Mal nicht mehr im Early Access oder irgendeiner Alpha oder sonst irgendwas. Nein, das Spiel ist jetzt voll released. Glückwünsche an Gently Mad Studios. Ihr habt da wirklich eine coole Sache hingeballert. Und vor allem, ich finde es sehr, sehr cool, wie umfangreich ihr auf die Kritik und das Feedback der Spieler eingegangen seid. Also solltet ihr das hier mal gucken. Danke, Mädels und Jungs, habt da super gemacht. Macht immer noch Spaß. Und da es jetzt zum Release einen neuen Spielinhalt gibt, habe ich natürlich jetzt auch die Möglichkeit, das zu aktivieren oder auch nicht. Denn was es im Early Access nicht gab, was mit dem Release reinkam, sind die Plünderer, die dann hier ab und an mal vorbeikommen, versuchen, meine Siedlung zu raiden und auch sonst Stress zu schieben. Ich kann mich jetzt entscheiden, ob in meinem Spielstand Plünderer aktiviert werden oder nicht. Und hey, nachdem wir ja mal gucken wollten, wie weit ich hier komme, aktiviere ich die jetzt natürlich mal. Es läuft ja gerade so gut, also mal schön ins Gesicht kriegen. Sie sagen, ich fresse alles. Ihr habt viel. Ich kann's nicht. Ich leg's bis hier. Gib her. Ich will alles. Okay, Mike der Allesfresser. Sie sagen, ich fresse alles, ihr habt viel, ne? Tribut bezahlen, Tribut verweigern, was für ein Tribut denn? Okay, wie viel will der denn? Also alles kriegst du schon mal nicht. Oh, fuck. Okay, der hat richtig viel Hunger. Also ich könnte ihn auch mit Wasser ruhig stellen. Wie viel Schnaps will er denn? Oh, das hilft überhaupt nicht. Okay. Was habe ich hier? Vorräte. Wow. Also der ist ja schon ganz schön gierig, der Typ. Ja, nee, dann geh mal irgendwo einen Baum anpinkeln, Junge. Ist nicht. Essenszeit. Oh, oh. Oh, überprüfe deine Verteidigungsmaßnahmen. Ja, welche denn? Nicht, dass ich welche hätte. Scheiße. Oh, und da unten kommen die auch schon. Fuck. Okay, das wird jetzt lustig. Gut, müssen wir mal gucken, was wir hier überhaupt machen können. Habe ich denn hier irgendwelche Verteidigungsmöglichkeiten? Schauen wir doch mal. Oh, fuck. Vielleicht hätte ich doch den Tribut zahlen sollen. Egal, gucken wir doch mal. Verteidigung gibt es jetzt hier. Wachturm. Okay. Beruf Miliz. Munitionsfabrik. Okay, das müsste ich dann jetzt auch gleich nochmal bauen. Boah. Sirenenturm. Das muss ich mit einer Forschung freischalten, die ich natürlich noch nicht habe. Und Barrikaden. Ja, wäre jetzt schön, wenn ich die schon hätte. So eine Kacke. Ah. Okay, wir brauchen einen Wachturm. Wo stellen wir denn den am gescheitesten hin? Idealerweise dorthin, wo die eh lang müssen. Nämlich hier. Ja, die können ja nicht schwimmen, hoffe ich mal. Sonst habe ich nämlich echt geloost. Wachturm. Bitteschön. Einmal hier ein Wachturm. Wow, und der ist jetzt auch so richtig schön teuer. Puh. So ein Furz. Okay, Munitionsfabrik brauche ich auch noch. Das wird jetzt unerfreulich. So. Nachdem die Standort, den Standort versaut, stelle ich den ganz nach hinten. Ah, lecko mio. Ist das wieder schön. Ja, es wird schön, wenn man eben Spaß hat oder auch nicht. So, aber ich glaube mal, den bauen wir hier zuerst. Glock. Als nächstes bauen, bitte. Oh, fuck, ey. So ein Mist. Oh, scheiße, und die sind jetzt auch gleich alle da. Alter, Kacke. Kriegst du mal gleich aufs Gesicht. Ach, ist das scheiße. Okay, mal schauen, wie weit meine Siedlung den Spaß hier überlebt und wie viele Leute am Schluss dann noch da sind. Ach du Scheiße. Ist das... Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Und hier sind auch gleich mal die ganzen Gehege mit dem Essen und so. Oh, leck. Okay, das wird jetzt unerfreulich. Mei. Ja, da haben wir uns jetzt mal schön in die Scheiße geritten. Oh, ich bin gespannt. Liebe Jäger, bitte nehmt doch mal eure Flinten raus und
Macht hier mal Dinge. Scheiße. Oh wow. Ich habe 97 Leute, die sich hoffentlich irgendwann mal verteidigen können, aber momentan können sie das halt noch nicht. Oh Mann. Munitionsfabrik. Ach du Scheiße. Uiuiui. Oh, die sind aber echt schlecht drauf hier. Oh, die haben sogar Hunde. Und Schilde und so Typen mit Flaggen dran. Damit die anderen wissen, wo sie hinlaufen. Sind das so eine Art Plünderer, Fremdenführer oder was? Alter. So, Truppenstärke, Moral, erbeutete Ressourcen. Plünderer beschädigen Gebäude und rauben Ressourcen aus der Siedlung. Teile Siedler als Milizen ein. Okay, oh, ich könnte Milizen einteilen. Haha. Wie viele Milizen könnte ich denn haben? Vor allem, wo teile ich die ein? Oh, ich hab keine Leute mehr, so ein Shit. Okay. Warte mal, dann müssen wir hier so ein bisschen abbauen. Was haben wir denn hier noch? Wo könnte man noch ein bisschen was runterschrauben? Uff, das ist jetzt echt ein bisschen kacke. Gut, ihr seid jetzt, also ihr Fischer seid jetzt im Nebenberuf Milizionäre. Und ich habe nur 5 Milizionäre, die sich dann gegen die hier irgendwie zur Wehr setzen sollen. Oh, das wird ja lustig. Oh, Mann. Okay. Schauen wir mal, wie gut die Sache hier läuft. Wahrscheinlich nicht sonderlich gut. Ich meine, diesen Engpass hier mit einem Turm zu sichern, ist ja schon mal nicht verkehrt. Sollten die mal von da kommen. Aber nachdem die jetzt von hier hinten angerannt kommen werden, ich hoffe mal, die machen mir meine Kühe nicht platt. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Aber die haben auch echt einen Ausdauer, wenn man sich das anguckt. Die rennen jetzt wirklich von dem Kartenrand hier hin. Durchs verseuchte Gebiet. Oder auch nicht mehr so verseuchtes Gebiet. Oh, leck. Na, das wird jetzt, das wird flauschig. Oh, ich bin gespannt. Ja, man sollte vielleicht vorher mal gucken, was passiert, wenn man das aktiviert. Wir werden jetzt auf die harte Tour kennenlernen. So, lernen durch Schmerz. Oh, fuck. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So, ihr habt ja noch ein bisschen, bis ihr hier bei meinen schönen Büffeln einschlagt. Also seid mal nicht so fies. Oh. Alter Schwede. Ich sehe das schon kommen. Der Laden wird hier unter meinem Arsch explodieren, wenn die hier reinkommen. Oh Mann. Na, wo seid ihr denn? Oh, die sind schon im Wald. Fuck. Ah, die haben echt eine Ausdauer. Ist der Wahnsinn, dass die nicht irgendwann mal müde werden? Und hier ist es ganz schön fett verstrahlt. Also wenn ich mir das so angucke. Krass. Oh ja, hier. Eigentlich, warum verstrahlen die nicht, wenn die hier durch die Gegend rennen? Warum hat das keinen Einfluss auf deren Moral, wenn sie durch verstrahltes Gebiet rennen müssen? Das finde ich jetzt irgendwo auch noch schön, aber okay, klar, man soll ja auch eine Herausforderung haben, sonst ist es nicht lustig. Mann, Mann, Mann. Oh, oh, da sind sie. Da kommen die Jungs und Mädels. Ich glaube aber, nee, das sieht man eh nicht, was das für welche sind. Ja, das ist schön, dass du was gefunden hast, Kumpel. Ich gucke mir das später an. Wir haben hier noch so ein bisschen zu tun. Jetzt kommen nämlich die irren Raider und ballern irgendwo auf unsere Köpfe oder so. Scheiße. Echt. Also ich brauche hier auf jeden Fall auch einen Wachturm zur Absicherung, wie das aussieht. Oh, leck. Yeah. Oh, da sind sie. Und... wow. Das ist nicht nett, was ihr da tut. Meine schöne Forschungsstation! No! Wow. Ihr seid so gemein. Oh, leck. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so schön. Oh mein. Wo sind unsere Milizionäre? Ihr solltet es doch schützen, ihr Schweine. Aber ich glaube, ohne Turm machen die nichts. Das ist halt so ein bisschen kacke.
Ja, das ist auch ein bisschen kaputt hier. Oh, leck. Nicht so schön. Oh, Mann. So, jetzt raiden sie hier einmal quer durch. Ich hoffe mal, die klauen jetzt hier meine Kühe nicht. Das wäre jetzt ein bisschen kacke. Was genau macht ihr denn da jetzt gerade kaputt? Okay, sie haben jetzt den Dekomposten platt gehauen. Und die Weide? Wow. Oh, die sind ja echt eine fiese Horde hier. Und sie benutzen brav die Straßen. Ey, kommt, lasst hier meinen Friedhof in Frieden. Sowas macht man nicht. Wow. Flossen weg von den Gräbern, ihr fiesen Jungs und Mädels. Oh oh. Oh, den Brunnen hat's jetzt auch erwischt. Uiuiui. So, und die ziehen jetzt hier durch. Ich frage mich, wie lange die bleiben. Erbeutete Ressourcen. Ui. Sind sie jetzt voll? Ich glaube, die ziehen jetzt auch ab. Aber sie haben ja genügend Schneisen der Verwüstung hinterlassen. Mann, 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 Leute. Das war jetzt echt nicht nett. Niedrige Nahrungsreserven. What? Wow, die haben unsere ganzen Essenssachen geklaut. Wow. Und sie schießen wild durch die Gegend. Wow. Alter Schwede, das ist jetzt echt nicht nett. Puh. Wow. Das war jetzt desaströs, ehrlich gesagt. What the fuck? Gebäudezustand. Ja, schwarz ist offensichtlich kaputt. Ach du Scheiße. Ja gut, dann müssen wir jetzt hier mal so ein bisschen reparieren, fürchte ich. Oh Mann, ist das die Härte. Okay, was haben wir denn hier? Sammlerhütte. Muss alles dringend repariert werden, liebe Leute. Holz haben wir jetzt auch keins mehr gerade. Ei. Jetzt müssen wir mal gucken, was die ganzen Sachen zum Reparieren so kosten. Was kostet der Spaß denn? 9 Holz. Ah ja, die brauchen jetzt richtig viel Holz. Glücklicherweise haben wir ja hier noch eine zweite Holzfällerhütte. Das heißt, hier kommt noch neues Holz rein. Jungs und Mädels, geht mal bitte abholzen und nicht pflanzen. Wir brauchen Holz. Und hier kommt wenigstens auch wieder Essen rein. Aber das ist echt so... Boah, Alter, haben die hier rausgehauen. Ohohohoho. Was eine Nummer. Oh Mann. Was kostet der Spaß hier? Ah ja, okay, wir haben hier zumindest genügend Dinge. Boah, 22 Plastik, um das hier wieder zu flicken. Boah, das ist ja schon fast billiger, das neu zu bauen. Jungs, echt jetzt. Also ihr Plünderer seid wirklich nicht nett. Euch mag ich nicht. Ihr seid doof. So, der ist jetzt ein bisschen kaputt. Oh Mann. Als nächstes reparieren, bitte. So, bitte den Schrottplatz. Den brauchen wir jetzt auf jeden Fall dringend. Oh mein, ey. Was ein Scheißdreck. Die sind echt nicht nett, die Jungs hier, die vorbeigucken. Aber sie sind jetzt wenigstens auch bald wieder weg, glaube ich. Ja, die ziehen hier ab. Die haben sich alles geholt, was sie brauchten. Wow. Also der Tribut ist schon ziemlich heftig. Ich hoffe nur mal, dass das jetzt so Sachen sind, die nicht andauernd vorkommen, weil das wäre auf Dauer doch ziemlich teuer. So, bitte schaut doch mal hier rein. Wow. Naja, wenigstens haben sie die Felder hier nicht weggeraidet. Das ist schon mal ein Anfang. Also... Das könnte sonst sehr viel schlimmer ausgehen. Die Fischerhütte ist zwar auch ein bisschen kaputt, aber wir haben ja noch Alternativen. Wow. Überleben heißt fressen. Verluste einsehen und lasst uns in Ruhe. Ich sehe schon, ich werde hier aufbauen müssen.
Also wenn die das nächste Mal vorbeikommen, hau ich ihnen hoffentlich auf den Kopf. Und hier wird gebaut. Das klingt schon mal gut. Mann, 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 ey. So, das Ding hier funktioniert wieder. Sehr gut. So, Jagdhütte bitte als nächstes. Denn wir brauchen Essen. Alter Schwede, ey. Was eine Nummer hier. Oh Mann. Da hast du ja wirklich Spaß mit den Plünderern. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so hart reinhauen, aber sie haben mir zumindest die Hälfte der Siedlung gelassen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Also es hätte schlimmer sein können. Somit tröstet man sich am Schluss immer so. Hätte ja alles schlimmer kommen können. So, ich muss dann danach... Was ist denn hier los? Schrottplatz, was hast du für ein Problem? Benötigt Ruinen, okay. Haben wir denn hier nichts mehr, was wir abtragen können? So in direkter Nähe nicht. Ah, okay. Oh, wartet mal, hier. Okay, ich glaube, ihr geht mal hier lang. Das ist noch das einigermaßen Nächste. Wenigstens funktioniert der Schrottabbau. Auch wenn der Rest jetzt gerade etwas schleppend verläuft. So, wo bleiben denn jetzt hier die Baumeister? Wir bräuchten hier mal dringend so ein bisschen, wow, und heute haben wir wieder so richtig hochkontaminierten Regen. Alter. Das ist so richtig unschön. Aber wenigstens werden unsere Felder nicht verseucht dabei, weil wir die abdecken. Uff. Mann, Mann, Mann. Ah, das sind echt jetzt so Nummern. Das ist etwas, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber, macht Spaß. Ungeziefer? Nein! What? Oh, kommt, Leute. Das ist doch nicht nett. Ungeziefer hat sich in einigen unserer Lager breit gemacht. Wir mussten leider eine ganze Menge unserer Nahrungsreserven wegwerfen. Och, leckt mich doch! Damit werden wir wohl erstmal leben müssen. Unsere Lager sind eben weit und breit die größten Nahrungsquellen. Leider nicht nur für uns. Das ist echt blöd gelaufen, Boss. What the fuck? Ach kommt, Leute, das kann doch jetzt nicht sein. So, den Fischer müssen wir reparieren. Ach so, warte mal. Ja, Jäger ist wichtig. Ah, hier sind sie noch nicht fertig, okay. Boah, was eine Scheiße. Aber wir hatten doch gerade noch Essen. Oh Mann. Okay, also ich glaube, unsere Siedler werden die nächsten Tage nicht sehr glücklich mit mir sein. Fürchte ich. Oh Mann. Wow, das lief jetzt echt nicht gut. So, dann bitte den hier. Wir brauchen dringend Essen. Oh, warte mal. Nee, wir nehmen jetzt das hier erstmal. Die Kühe. Puh. Junge, Junge, Junge. Ah, okay, das Lager ist jetzt voll. Also wir haben hier genügend Zeug gefertigt. Das ist schon mal sehr schön. Boah. Also das ist jetzt alles nicht so flauschig heute. Mal eben ein paar Siedler gehabt. Ein paar Plünderer gehabt. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Eine Bar. Okay. Warte mal, bin bei den Koordinaten angekommen, Boss. Von außen sieht das Haus eher unscheinbar aus. Im Erdgeschoss scheint mal eine Bar gewesen zu sein. Irgendwer hat einen Hilferuf auf die Außenwand geschrieben. Sehen kann ich aber niemanden, könnte also schon älter sein. Am besten schickst du eine Expedition her, um das mal genauer in Augenschein zu nehmen. Okay, Bar, das ist ja witzig. Okay, und hier? Was ist mit unserer... Okay, klicken, selektiert den Gruppenführer. Dieser Ort sieht vielversprechend aus. Das Radar zeigt uns nicht, womit wir es zu tun haben. Okay. Aktive Expedition, das ist schon mal gut. Die laufen da ja jetzt noch hin. So, okay. Goodie. Eine Bar? Was findet man wohl in einer Bar? Hoffentlich sehr viel Alkohol oder so.
Das wäre natürlich nicht schlecht. Okay, aber jetzt schauen wir doch mal, was wir hier Schönes finden. Sobald die Nummer hier wieder läuft. Hier haben wir natürlich noch ein paar Fischer, die dringend Arbeit bräuchten. Oh Mann. Und es ist halt mal wieder alles richtig hart verstrahlt. Irgendwie kriege ich die Strahlung nicht los. Oh, lecko mio. Das sieht ja alles sehr unschön aus. Und es ist natürlich auch gerade relativ feucht alles. Oh ja, wir haben hier jetzt die ersten hungrigen Leute. Scheiße. Oi. Ach, ist das blöd. Mensch. Und ich dachte noch gerade so, hey, es läuft doch gerade gut. Mhm. Ja, ja, von wegen. Pfeifendeckel. Oh Mann. Da werden wir jetzt ein bisschen schaffen müssen, um das wieder hinzukriegen, fürchte ich. Weil ist alles nicht so leicht so. Aber sie können hier zumindest ernten. Da kommt ein bisschen Essen rein. Das ist schon mal was. Und das ist hier leider etwas verseucht. Wegen des schlechten Regens. Aber hier können sie auch noch ernten. Dadurch, dass wir ja unsere Nahrungsmittelvorräte dekontaminieren können, sind wir noch einigermaßen fein raus. So, was fehlt denn hier? Nichts. Ihr könntet doch eigentlich jetzt loslegen, liebe Leute. Oh Mann. Ach nee, warte mal. Die sind ja hier gerade bei der Weide. Oder? Das sind doch die, die jetzt hier gerade priorisiert sind, ja. Also, das kriegen wir schon noch hin. Ihr Lieben, in der nächsten Folge werden wir uns wahrscheinlich noch weiterhin mit den Plündererfolgen beschäftigen. Mal gucken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und jetzt wisst ihr auch, warum man die Plünderer vielleicht nicht einschalten sollte. Oh Mann, das wird noch lustig. Ich hoffe mal, wir kriegen das wieder hin. Also, macht es gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin und tschüss.